Hi Leute, heute geht es um Social Media, um neue Technologien und was es für ein Potenzial, für eine Möglichkeit für dich birgt. Und zwar Social Media, sei es sowas wie Facebook, YouTube, die ganzen neuen Kanäle, was es da auch so gibt, oder andere neue Technologien, werden teilweise ja von vielen sehr verteufelt. Es wird sehr viel Energie gegen irgendwas hineingegeben und an gewissen Punkten mag das vielleicht auch richtig sein, dass man schaut, dass gewisse Sachen eben nur eingeführt werden, wenn man weiß, hey, die sind gesundheitlich unbedenklich und so weiter, natürlich. Aber ein Punkt, den ich auch häufig beobachtet habe, ist zum Beispiel, hatte mir jemand geschrieben bei mir, weil ich da auch einen Teil über, ja, praktisch eine Community-Gruppe noch habe auf Facebook, ob ich das nicht woanders hin auslagern kann und so weiter. Und ich benutze zum Beispiel Facebook sehr viel eben für die Community-Gruppe. Einfach einmal habe ich eine kostenlose Community-Gruppe, kannst auch sehr gerne eintreten. Findest du auf meiner Webseite, ist unten drunter verlinkt. Aber der Punkt ist, wenn ich sowas jetzt auslagern würde, nur als Beispiel, dann ist es so. Ich könnte jetzt auch ein Forum machen, finde ich auch ganz nett und schön. Aber im Endeffekt ist es so, dass es im Moment einfach nicht wirklich funktioniert. Facebook ist eben was, wo viele jetzt reinschauen, wo viele täglich drinnen sind und dann auch wirklich eine ganz andere Art der Kommunikation stattfinden kann, weil es einfach genutzt wird. Und gerade das, was ich immer sehr wichtig finde, mich nicht zu sehr zu verschließen vor gewissen Techniken und Möglichkeiten. Und viele verteufeln gewisse Wege, gewisse Mittel per se, also egal in welchem Zusammenhang. Aber es ist eben so, Technologien oder eben Social Media, gewisse Sachen, die wir heutzutage einfach nutzen, das Internet, all die Sachen sind nicht gut oder schlecht. Die sind einfach nur mal da. Fakt. So, sie sind da. Sie sind weder gut noch schlecht. Die Sache ist, für was nutzen wir es? Es ist eine Bereicherung in dem Sinne, dass wir es fürs Gute nutzen können oder für schlechte Sachen. So. Ist ein Messer gut oder schlecht? Mit einem Messer kannst du jemanden erstechen. Es passieren Morde. Aber mit einem Messer kannst du auch ganz einfach deine Früchte schneiden oder jemanden operieren, wenn er einen Unfall hatte. Und dementsprechend, es ist nie die Sache an sich. Es ist nie die Sache an sich, die gut oder schlecht ist. Facebook ist nicht schlecht. XY ist nicht schlecht. Es ist immer die Sache, wie wir es nutzen. Und bei vielen Sachen, gerade in alternativen Szenen, ist es häufig so, dass sich viele vor solchen Sachen verschließen und sich damit praktisch selber ein Bein stellen, selber Möglichkeiten nehmen. Das ist wie wenn du sagst, hey, ich möchte die Welt retten und jetzt läufst du dann zu Fuß nach Russland. So, dann bist du irgendwann angekommen, in 100 Jahren, und die Welt ist bis dahin einfach nur am Boden, alles ist zerstört. Und somit hilft man auch keinem weiter. Da muss man immer abwägen, wo ist der Nutzen höher und wo kommt es zu mehr Verlusten. Natürlich ist es eben schön und wichtig, allgemein sehr nachhaltige Sachen zu fördern, Permakultur,
biologischen Anbau und all diese Sachen. Ich möchte jetzt nicht zu viele Punkte vermischen, was Technologien und andere Sachen angeht, aber es gehört eben dazu und diese Sachen sind alle wichtig, das zu unterstützen. Systeme sind alle da, wir können ganz anders handeln, ganz anders leben, ganz andere Systeme schaffen. Aber das Wichtige ist das Bewusstsein. Wir haben heutzutage alle Technologien. Wenn wir heute beschließen, hey, wir machen das so, wir machen XY und so, und dann brauchen wir auch keine Prognosen, oh, die Umweltverschmutzung wird so und so hoch sein, vermutlich in X Jahren, und wir werden vermutlich so und so viele Menschen sein. Das sind alles Dinge, die wir, wenn wir wieder bewusst sind, in unsere Hand nehmen können. Wir können auch nicht sagen, hey, wir sind 9 Milliarden Menschen schätzungsweise in ein paar Jahren. Wir können sagen, hey, wir möchten 6,5 Millionen sein in 10 Jahren. Können wir beschließen? Können wir einfach so beschließen? Und damit meine ich nicht, dass man irgendjemandem vorschreibt, ob er Kinder bekommen soll oder nicht, sondern einfach ein Bewusstsein dafür schaffen. Und dann entschließt man sich, wenn man das Bewusstsein hat, freiwillig dazu. Wir sind einfach, was auch, eben die Anzahl der Menschen auf diesem Planeten angeht, einfach viel zu viele. Und entweder die Natur weist uns mit Gewalt in die Schranken. Wenn der Mensch sich überall ausbreitet, dann wird er eben durch irgendwelche Naturkatastrophen irgendwo immer im Weg sein und irgendwo werden dann immer Menschen sterben. Das ist der Punkt. Wir können aber bewusst beschließen, hey, wir bekommen mal wieder ein bisschen weniger Kinder und schauen, dass wir in Zukunft ein paar Milliarden Menschen weniger wieder sind. Haben wir genug Platz zum Leben, können uns ein perfektes Luxusleben leisten und zerstören dabei nicht den Planeten. Das sind alles solche Dinge, die wir bewusst angehen können. Und genauso können wir Technologien bewusst nutzen. Und deshalb nutze ich auch solche Sachen wie Facebook, weil die Leute da gerade einfach unterwegs sind. Und was bringt es, wenn ich irgendwas in die Welt raustrage, was dann dort keiner anschaut, keiner nutzt, keiner umsetzt, auf diese Art und Weise, wie es vermittelt wird. Und deshalb mache ich das darüber zum Beispiel. Und dann sollte man sich da eben nicht selber das Bein stellen bei solchen Sachen. Und kein Verurteilen, sowieso. Es ist der Punkt. Viele reiten dann drauf rum, oh, was macht der, der reist da irgendwo, der spirituelle Meister, der Dalai Lama, reist da irgendwo um die Welt und ja, chattet eben um die Welt, verschmutzt die Umwelt. Und was sind das für Vorbilder, wird dann gesagt. Jeder chattet heutzutage um die Welt. Wenn er jetzt laufen würde, dann kann er viel Vorträge, viel Einfluss vergessen, den er sonst hätte. Viel Menschenleben, die er verändern kann, sind dann weg. Ich hatte neulich auch ein Video gemacht, Bewusstsein ist der Schlüssel. Ich weiß den Titel leider nicht mehr genau. Ach genau, die Welt retten. Die Welt retten heißt der Titel. Schaut euch das Video an. Die einzige Möglichkeit, die Welt zu retten, ist wirklich, das Bewusstsein zu verändern. Und dann, das ist im Äußeren, es ist so schnell beschließbar. Es sind alle Technologien, alle Möglichkeiten da. Wenn wir uns einig sind, wenn wir als Menschheit auf dieser Erde wieder zusammenarbeiten, komplett, alle Menschen, wenn wir es zuerst mal schaffen würden, dass wir uns nicht selber gegenseitig umbringen und ja, unsere eigene Rasse da irgendwie ständig uns bekämpfen, wenn wir das mal auf die Reihe bekommen und ein anderes Bewusstsein haben, dann ist das alles ein Klacks und darum geht's. Und die Leute, die schon ein anderes Bewusstsein haben, die sollten auch die Mittel und Wege nutzen, um das in die Welt hinauszutragen. Weil da ist es einfach ausschlaggebend, was die Masse macht. Und die Masse ist bestehend aus einzelnen Individuen. Jeder einzelne von uns. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und du weißt,
worauf ich hinaus will. Es ist nicht immer auf den ersten Blick alles so eindeutig. Und im Endeffekt muss jeder selber abwägen, wo die Vorteile überwiegen, wo die Nachteile sind und was er am Ende für sich selbst entscheidet. Und auf den ersten Blick sind manche Dinge vielleicht etwas widersprüchlich, wie wenn irgendjemand da um die Welt chattet. Aber wenn das dadurch wieder Tausende, Millionen von Menschen beeinflusst, die dadurch andere Sachen umsetzen können, anderes Bewusstsein entwickeln, dann hat es wieder einen anderen Stand. Es ist was ganz anderes da. Und da muss jeder individuell selber schauen. Deshalb seid ein bisschen milde mit anderen. Schaut lieber auf euch selber. Schaut, was ihr verändern könnt. Das ist das, was ihr wirklich machen könnt. Weil jemand anderen verändert ihr nie wirklich nachhaltig. Nur wenn er selber die Erkenntnis dann hat. Du kannst nur einen Impuls geben, jemanden, dass er sich verändern kann. Eine Anregung. Aber verändern muss sich jeder dann selber. Das ist der Punkt. Und darum ging es mir heute. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib einen Daumen nach oben, teile es sehr gern, trag es in die Welt hinaus. Haus raus. Und ja, ich freue mich über jede Unterstützung da. Also teile das Video, teile den Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Ciao.